Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Hermann Gröhe für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Über Wege zum Kommunismus formulierte am 3. Januar dieses Jahres die Vorsitzende der Partei Die Linke, Frau Kollegin Lötsch, folgendermaßen, zitiere: Die Wege zum Kommunismus können wir nur finden, wenn wir uns auf den Weg machen und sie ausprobieren. Zitat Ende. Zugleich entwirft sie in schaurig wohliger Weise das Szenario von zerbrechender EU, niedergehenden demokratisch-marktwirtschaftlichen Staaten, denunziert sie unsere politische Ordnung als Verteilungs- und Wohlstandsdemokratie. Und Marianne Birtler stellt zu Recht fest, dass sie damit vielen Mitgliedern ihrer Partei aus dem Herzen spricht. Die Linkspartei ist und bleibt die Erbin der alten SED. Wir sagen klar, unser Land braucht keine Anstrengungen, neue Wege zum Kommunismus auszuprobieren. Es gab wahrlich schon genug schaurige Experimente in der Welt. In China mit 65 Millionen Toten, in der Sowjetunion mit über 20 Millionen Toten, in Nordkorea mit über 2 Millionen Toten, auf den Killing Fields von Kambodscha mit über 2 Millionen Toten, in Osteuropa und Mitteleuropa mit 1 Million Toten. Ja, da werden Sie unruhig. Wo immer Wege zum Kommunismus ausprobiert wurden, endete es in Terror und Unterdrückung und in Summe in millionenfachen Mord. Es ist eben keine gute Idee, die nur stets und überall falsch umgesetzt wurde, sondern es ist eine menschenverachtende Ideologie, der Ihre Vorsitzende bis heute anhängt. Und dann schauen wir uns doch das Umfeld der Veranstaltung an. Da diskutiert die Kollegin Jelbke mit der RAF-Terroristin Inge Fied und der DKP-Vorsitzenden Jürgensen, wo geht's denn hier bitte zum Kommunismus? Und da meint Frau Fied dann, sie könne legitimieren das Zitat Abfackeln von Bundeswehrausrüstung. Und was sagt dann Frau Jelbke zur lieben Inge? Zitat, ob das wirklich zu einer antimilitaristischen Bewegung führt? Hier wird die Rechtfertigung von Terror und Gewalt nicht klar zurückgewiesen, sondern nur auf ihre Nützlichkeit hin befragt. Ein klares Nein zur Gewalt sieht wahrlich anders aus. Das ist eine Schande. Und sollen wir dann an einen Zufall glauben, ich tue es nicht, wenn just im Umfeld zu dieser Veranstaltung Linksextremisten Opfer der SED tätlich brutal angreifen? Einige von Ihnen sind heute auf dieser Besuchertribüne. Diese Menschen angreifen, dann diese linksradikalen Täter Unterschlupf finden auf dieser Konferenz und bis heute, Frau Lötsch, kein Wort der Verurteilung oder wenigstens des Bedauerns gegenüber diesen Opfern linker Gewalt zum Ausdruck bringt. Auch das ist eine Schande. Eine solcher Haltung glaubwürdig entgegenzutreten, muss eine Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten in diesem Hause sein. Wenige Tage nach den Äußerungen von Frau Lötsch erklärte der Kollege Oppermann von der SPD, an der Spitze der Linkspartei stünden halt eine Fernzielkommunistin und ein Salonbolschewist. Und Herr Gabriel erhob öffentlich Zweifel an der demokratischen Grundorientierung. Ludwig Stiegler sprach sogar von dem Blut an den Händen dieser Partei. Und es sind ja nicht wenige Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gerade unter den Opfern des kommunistischen Terrors gewesen. Aber dann müssen Sie, Kolleginnen und Kollegen der SPD, sich fragen, wie Sie es verantworten können, diese Partei zur Regierungspartei in Berlin und Brandenburg zu machen. Das passt nicht zusammen mit den klaren Worten der Distanzierung vom Linkskurs dieser Partei. Wenige Meter von diesem Haus erinnern schlichte weiße Kreuze
daran, wo in diesem Land Wege zum Kommunismus endeten. Die Opfer sollten uns Verpflichtung sein, gemeinsam dafür zu arbeiten, dass diese Ideologie nie wieder Unheil über unser Land oder die Welt bringt. Daran sollten sich alle Demokraten in diesem Haus messen lassen. Herzlichen Dank.